Hey Leute, ich bin Fritz vom Kanal End of the Comfort Zone. Heute soll es um ein Solarpanel und um eine passende Akkubank von Easy Technology gehen. Und ich würde sagen, legen wir los! Starten wir jetzt allererst mit dem Solarpanel. Lieferumfang, einmal das Solarpanel und ein kleines Kabel. Von den Maßen her sind wir bei 26x17 und im ausgeklappten Zustand bei einer Länge von 67 cm. Und ihr seht schon, hier sind drei Solarzellen drauf. Im vierten Block haben wir eine kleine Tasche. Hier ist dann auch nochmal der Ausgang, also USB-Slots, wo natürlich der Strom dann rausgeht. Ein maximaler Ausgang sind 2,4 Ampere. Hier kann man dann Kabel reinmachen, das Handy, wenn es lädt, die Akkubank und so weiter. Alles ein bisschen verstauen. Wir haben ja auch noch vier Ösen dran, um das Ganze vielleicht ein bisschen auszurichten, irgendwo zu befestigen mit Paracord. Oder natürlich auch, um es an den Rucksack dran zu machen. Wenn man unterwegs ist, kann man das Ganze dann auch schön nutzen. Ja, wofür ist sowas überhaupt gedacht? Das kann man jetzt für verschiedenste Bereiche nutzen. Natürlich geht es darum, draußen irgendwie sich mit Strom zu versorgen. Man kann es beim Wandern nutzen, wenn man unterwegs ist, generell für Reisen, auch beim Bushcraften, irgendwie in einem Camp oder für Krisenvorsorge, um sich da ein bisschen gegen Stromausfälle, sage ich mal, abzusichern, die längerfristig sind. Und es kommt natürlich stark darauf an, wie ist das Wetter bzw. wie ist die Sonne zu sehen. Ich habe jetzt keine speziellen Messgeräte, die gucken, wie viel Strom fließt, wann und so weiter, aber ich habe mir einfach mein Handy zur Hilfe genommen. Einfach geguckt, wie viel Prozent meines Handys lade ich vom Akku auf in 20 Minuten. Schauen wir uns mal die Ergebnisse an. Beim bewölkten Himmel, also das schlechteste, haben wir in 20 Minuten 6% Akku dazu bekommen. Teilweise bewölkt 14% Akku in 20 Minuten, also quasi mehr als doppelt so viel. Bei dem wolkenlosen Himmel und strahlendem Sonnenschein haben wir 19% Akku bei 20 Minuten Ladezeit dazu gewonnen. Wenn wir das Ganze jetzt mal hochrechnen und gehen davon aus, wir wollen den Handy-Akku wirklich von 0 bis 100% laden, kommen wir im bewölkten Zustand auf 5 Stunden 33. Bei teilweise bewölktem Wetter wären wir bei 2 Stunden 23 und bei komplett wolkenlosem Himmel bei 1 Stunde 45. Ist natürlich schon ein deutlich krasser Unterschied, wenn die Wolken da sind, 5 Stunden 33 und bei strahlendem Sonnenschein 1 Stunde 45. Ja, der Test hat gezeigt, dass selbst bei schlechtem Wetter auf jeden Fall das Handy geladen wird, wenn auch langsam. Ja, und jetzt habt ihr folgende Situation. Ihr seid unterwegs, mal ist strahlender Sonnenschein, mal ist komplett Regen, schlechtes Wetter, es gibt Tag, es gibt Nacht, mal ist die Sonne draußen, mal nicht. Wie macht man das, wenn ich jetzt nachts auf einmal mein Handy laden will? Ganz klar, man braucht halt eine Akkubank, also einen Pufferakku, wo wir in günstigen Wettersituationen einfach einen Akku vollladen und von dem wir dann später Energie ziehen können. Deswegen zum Beispiel eine Akkubank zwischenschalten. Die wird auch ganz normal mit USB geladen. Kennt sich auch jeder von euch. Gibt es jetzt verschiedene Größen, Formen, Varianten. Das ist jetzt hier eine sehr starke und große Akkubank mit 22.400 mAh. Ist wirklich viel Power drin. Damit können wir zum Beispiel ein iPhone 8-mal komplett wieder aufladen. Ja, mit dabei ist auch wieder ein kleines USB-Kabel, um das Ganze zu laden. Und ja, wie auch beim Handy, wir legen das Ganze in die Sonne, stöpseln es an, können es hier ein bisschen in die Tasche reinpacken, dass es nicht überhitzt und direkt von der Sonne angestrahlt wird. Und dann lädt die Akkubank voll. Wir haben bei der Akkubank an der Seite einen kleinen Anschalter. Wenn wir den drücken, haben wir vorne vier Leuchten. Leuchten jetzt gerade aktuell bei mir drei, heißt 75%. Also eine Leuchte 25, dann 50, 75 und 100%. Wenn also alles voll ist, leuchten alle vier. Wir haben hier drei USB-Slots als Ausgang, also wo wir quasi Strom aus der Akkubank rausziehen. iPhone, Samsung Tab und iPad. Und hier hinten steht es auch nochmal drauf, iPhone ist maximaler Output 1 Ampere, Samsung Tab 2 Ampere und iPad 2,4 Ampere. Und an der Seite ist dann der USB-Eingang, womit wir die Akkubank aufladen können. Ja, wenn die Akkubank an ist und wir drücken doppelt auf den Anschalter, dann haben wir so auch eine kleine Taschenlampe dran. Wenn wir dann nochmal doppelt klicken, kommen wir in einen SOS-Modus. Das heißt, wir haben gleich noch ein integriertes Notsignal in der Akkubank. Für den Outdoor-Bereich auf jeden Fall nicht schlecht. Preislich sind wir beim Solarpanel hier bei 43,99 Euro und bei der Akkubank bei 29,99 Euro. Die beiden Sachen wurden mir freundlicherweise direkt von Easy Technology zur Verfügung gestellt. Kommen wir abschließend wieder zu meiner persönlichen Meinung. Ich fand auf jeden Fall, dass der Test überzeugt hat, dadurch, dass das Solarpanel halt einfach auch bei komplettem bewölktem Himmel, wirklich schlechtem Wetter geladen hat, was ich anfangs echt nicht gedacht habe, auch wenn es nicht viel war.
aber es hat trotzdem funktioniert. Und natürlich, ein Solarpanel braucht Licht, dann funktioniert es natürlich besser und stärker. Ja, so eine Akkubank kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Ich nutze sowas halt immer als Zwischenpuffer und je nach Tour bzw. generell kommt es darauf an, was habe ich vor. Wie lange bin ich unterwegs? Wie wird das Wetter? Brauche ich beides? Habe ich vielleicht auch die Akkubank zu Hause aufgeladen? Weiß, okay, ich kann jetzt mein Handy damit 8-mal laden, das reicht mir und ich bin jetzt eine Woche unterwegs, dann brauche ich kein Solarpanel mitnehmen, weil dann habe ich hier meinen kompletten Strom schon drin. Wenn ich aber vielleicht 2, 3, 4 Wochen unterwegs bin, dann sage ich, okay, ich will die nochmal aufladen, nehme ich Solarpanel mit. Oder ich bin vielleicht eine Woche unterwegs und weiß, okay, ich habe noch Handy-Akku, ich habe irgendwie Funkgerät-Akkus, die ich vielleicht damit laden kann, eine Taschenlampe, die ich damit aufladen kann, Kamera und so weiter und brauche vielleicht am Tag einfach viel, viel mehr Strom. Dann natürlich Akkubank und Solarpanel. Da einfach mal ein bisschen abwägen, was habt ihr vor und ja, was wollt ihr machen. Damit sind wir auch wieder am Ende des Videos angelangt. Wenn es irgendwie Fragen geben sollte, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Checkt aber vorher auf jeden Fall die Videobeschreibung ab. Nicht vergessen, die ist direkt unter dem Video. Da ist nochmal alles verlinkt. Wo gibt es das Solarpanel, wo gibt es die Akkubank, natürlich auch ein bisschen anderer Kram, Playlisten und so weiter. Schaut da gerne mal rein. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.